Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 86 Steigerungszauber, zweiter Teil. Seinen Unterricht ging Harry nach diesem Frühstück sehr gelassen und heiter an. Er unterrichtete heute die Schüler der siebten Klasse, und zwar die Gryffindors und Slytherins, wobei die Slytherins deutlich in der Unterzahl waren. Draco saß neben einem 17-Jährigen und sah etwas gelangweilt aus. Dabei hatte der Unterricht noch nicht einmal begonnen. »Heute wollen wir die unverzeihlichen Flüche durchgehen. Wer kann mir einen nennen?«, fragte Harry mit einem Lächeln auf den Lippen. Nur wenige Arme fanden den Weg nach oben und er wählte Draco, der alle Flüche richtig benannte, die Harry auch gleich an die Tafel schrieb. Hinter sich links hörte Harry einen Gryffindor abschätzig sagen, »Dass der das weiß, ist ja wohl klar.« »Mr. Smith, haben Sie der Klasse etwas zu sagen?«, fragte Harry, der von den Schülern noch immer abgewandt an der Tafel stand, um noch den letzten der drei Flüche zu notieren. Mr. Smith verneinte, sodass Harry mit dem Unterricht fortfuhr. »Was ist das Besondere an dem Imperius?«, fragte Harry. Als er sich umdrehte, hatte nur Draco den Arm in der Luft. »Niemand sonst? Gut, dann Mr. Malfoy.« Draco erklärte, »Wenn man in der Lage ist, sich zu konzentrieren, kann man sich gegen den Imperius zur Wehr setzen. Eine andere Besonderheit ist, dass man im Nachhinein nur sehr schwer feststellen kann, ob jemand eine Tat unter dem Einfluss des Fluchs begangen hat oder nicht.« »Kann man es wirklich so schwer nachweisen?«, fragte Harry in den Raum hinein. Gordian, mit seinen 14 Jahren der Jüngste in der Klasse, hob die Hand und wurde von Harry dazu aufgefordert, zu antworten, was er auch tat. Es gibt nur die Möglichkeit, Wahrheitsserum für eine Befragung einzusetzen, aber nur Veritaserum Plus, sonst sind die Aussagen nicht eindeutig.« Harry nickte, bevor er fragte, »Kann man sich gegen einen Cruciatus zur Wehr setzen?« In seiner ersten Unterrichtsstunde mit den Erstklässlern, als er den Schutzzauber Protego besprochen hatte, hatte ein Schüler ein Beispiel genannt, was seine Frage bejaht hatte. Die Siebtklässler waren in dieser Angelegenheit offensichtlich unbeleckt. Nicht einmal der Schlaukopf Gordian meldete sich und Draco, der es wissen musste, hielt seine Hände ebenfalls auf dem Tisch. »Niemand?«, fragte Harry nochmals. Doch Draco meldete sich nicht. Sollte er ihn aufrufen und nach einer richtigen Antwort Punkte vergeben? Oder würde er die Gryffindors noch mehr gegen die Slytherins aufhetzen, wenn er solche Fragen beantworten konnte? »Miss Stewart vielleicht?«, fragte er eine schüchterne Gryffindor. Sie überlegte und antwortete recht leise, »Vielleicht einen Schildzauber?« Harry nickte erleichtert. Seine Schüler wussten vieles, aber wenn sie sich nicht sicher waren, meldeten sie sich einfach nicht, wie er es selbst auch nie getan hatte. »Welcher Schildzauber wäre denn stark genug?«, fragte Harry. Die Hände gingen nur zögerlich nach oben, sodass Harry nacheinander ein paar Schüler aufrief. Mr. Grief aus Gryffindor antwortete, »Vielleicht der Pluetus?« Harry fragte Mr. Grief, was ein Pluetus wäre, so dass die anderen Schüler es sich im Hinterkopf merken könnten. »Das ist eine magische Schutzwand, aber ich glaube, sie würde nur einen Fluch abhalten können.« Diese Aussage bestätigte Harry. Nach Aufforderung sprach Mr. Smith. »Ein Defensor könnte mehr abhalten.« Wieder nickte Harry, erklärte jedoch, dass ein Defensor ähnlich einem Patronus nur so lange aufrechterhalten werden konnte, wie man sich auf ihn konzentrieren konnte, was bei einem Angriff, bei dem ein Cruciatus mit im Spiel wäre, ein schwieriges Unterfangen darstellte. Die Schüler überlegten und Harry wartete einen Moment, bevor er einen Tipp gab.
Welche Schildzauber gehören zu den Steigerungszaubern? Hier schossen alle Hände in die Luft und Miss Benedict aus Slytherin antwortete ganz richtig: Der Protego! Sir? Fragte Gordian, um auf sich aufmerksam zu machen, während er sich trotzdem artig meldete, nachdem er aufgerufen worden war, fragte er: Kann man eigentlich aus allen Zaubersprüchen einen Steigerungszauber machen? Nur rein theoretisch, meine ich. Eine gute Frage, Mr. Foster. Der erste Steigerungszauber, den Sie wahrscheinlich alle schon als Kind beherrscht haben, ist Lumos, der Ihnen das Licht an der Spitze Ihres Zauberstabes verschafft. Lumos Solem hingegen macht das Licht heller, so hell wie Tageslicht. Theoretisch ist es möglich, jeden Zauber zu steigern oder auszuweiten. Es gibt viele Zauberer und Hexen, die noch immer neue Zaubersprüche erfinden. Was eine gefährliche Angelegenheit sein kann, wenn man sich nicht ganz sicher ist, was ein neuer Spruch tatsächlich bewirken kann. Harry hielt inne und blickte zu Draco hinüber und zu seinem Erstaunen blickte der ihm direkt in die Augen. Denn unvermeidbar dachten beide an den Vorfall auf der Mädchentoilette, als Harry den von Severus selbst entwickelten Spruch Sectum Sempra benutzt hatte. Nachdem Harry einmal geschluckt hatte, erklärte er: Einige der geläufigsten Zaubersprüche sind, sagen wir, im Alltag nicht von großem Nutzen, wie zum Beispiel der Kitzelfluch. Dem kann man nur den reinen Zweck der Unterhaltung zusprechen, aber nicht mehr. Wozu sollte man den Kitzelfluch auch steigern wollen? Einige Schüler kicherten, denn sie kannten ganz offensichtlich den Spruch, den Harry als Beispiel aufgeführt hatte. Unbeirrt, erklärte Harry weiter. Bei anderen Sprüchen, wie zum Beispiel dem Bombarda, sollte man im Vorfeld genau überlegen, ob man tatsächlich ein Maxima hinten dranhängen möchte. Denn ohne Steigerung ist der Spruch schon äußerst kraftvoll und zerstörerisch. In dieser Hinsicht sei Ihnen gesagt, dass es nicht gestattet ist, derartige Sprüche innerhalb Hogwarts anzuwenden. Und auch nicht außerhalb der Schule, wenn sie nicht volljährig sind. Gordian verzog das Gesicht. Manchmal ist es unumgänglich, altbewährte Zaubersprüche leicht abzuwandeln, um beispielsweise ein Ziel genauer anvisieren oder Gegenstände deutlicher zu betiteln. Hat hierfür jemand ein Beispiel? Fragte Harry. Dracos Hand flog nach oben, doch alle anderen blieben unten, so dass Harry ihn aufforderte zu antworten. Evanesco könnte man abwandeln, nur um bestimmte Dinge oder Gegenstände verschwinden zu lassen. Es wird in diesem Sinne erst der Gegenstand genannt, der verschwinden soll, und danach der Befehl Evanesca. Ganz richtig, Mr. Malfoy, lobte Harry, der sich an Severus Vipera Evanesca erinnerte, um die von Draco herbeigezauberte Schlange wieder verschwinden zu lassen. Viele Schüler machten sich Notizen, bis auf Draco, was Harry gut verstand. Er selbst würde auch nichts notieren müssen. Dann kam Harry zum eigentlichen Thema zurück. Der letzte Unverzeihliche? Der Todesfluch. Welchen Schutz gibt es dafür? Hier meldeten sich Gordian, der nach der Aufforderung antwortete: Ich würde sagen, auch der Protego. Aber einer wird nicht ausreichen, weil der Todesfluch viel zu stark ist und nicht ausweichen würde? Harry stimmte nickend zu. Doch Gordian hatte noch mehr zu sagen. Aber weil der Protego Flüche zurückwerfen kann, sollte man darauf achten, dass niemand außer dem Angreifer in der Nähe ist. Damit kein anderer den Fluch nach den Blocken abbekommt. Die anderen Schildzauber wären zu schwach oder würden nur für eine Abwehr ausreichen. Wieder stimmte Harry zu. Wer wäre imstande, einen Todesfluch anzuwenden? Fragte Harry mit ernster Miene. Doch niemand schien eine Antwort parat zu haben. Zögerlich meldete sich Draco, den Harry auch dankend zu reden aufforderte. Man muss es wollen, wie beim Croquiatus, denn sonst haben beide Flüche keine Wirkung oder nur eine sehr geringe, erklärte Draco selbstsicher.
Severus musste ihm das beigebracht haben, dachte Harry, als er unverhofft aus der gleichen Ecke wie schon vorhin einen Schüler flüstern hörte: Der spricht bestimmt aus Erfahrung. Zornig richtete Harry das Wort an den Schüler und sagte: Mr. Smith, da Sie zum zweiten Mal meinen Unterricht mit unangemessenen Kommentaren stören, verlieren Sie 5 Punkte. Ich bitte Sie, Ihre Vorurteile für sich zu behalten. Wieso? Was hat er gesagt? Wollte Draco wissen. Harry wollte eingreifen, um das Thema für erledigt zu erklären. Doch Mr. Smith drehte sich einfach auf seinem Stuhl und blickte nach hinten zu Draco, bevor er laut und deutlich, damit es jeder hören konnte, wiederholte: Ich sagte, du sprichst bestimmt aus Erfahrung. Verärgert konterte Draco: Was soll der Blödsinn? Was fällt dir ein? Meine Herren! Harry wurde unterbrochen, als Mr. Smith angewidert klarstellte: Dass du ein Todesser bist, weiß doch jeder. Ich verstehe nicht, dass man dich überhaupt in Hogwarts... Harry wurde laut und unterbrach: Es ist genug! Sie, Mr. Smith, werden sich keine Freunde in ihrem eigenen Haus machen, wenn sie noch mehr Punkte verlieren. Denn 10 ziehe ich ihnen für diese Frechheit ab, meinen Unterricht trotz Ermahnung erneut zu stören, und 10 weitere, weil sie es wagen, einen Mitschüler vor der gesamten Klasse zu diffamieren. Mr. Smith schaute betreten drein, als würde er seine Frechheit bereuen. Doch er bereute vielmehr den Punktabzug und nicht seinen Rufmord an Draco. Höhnisch fragte Harry: Mr. Smith, haben Sie schon einmal Bekanntschaft mit Mr. Filch gemacht? Der Schüler schüttelte den Kopf, sodass Harry anfügte: Mr. Filch wird sich freuen, dass Sie ihm heute Abend, nach dem Abendessen, beim Wischen helfen werden. Und zwar auf Muggelart. Nach der Stunde bummelte Draco absichtlich und er verstaute gerade das letzte Buch in seiner Tasche, als der letzte Schüler die Klasse verließ, sodass er ungestört mit Harry sprechen konnte. Als Harry ihn bemerkte, fragte der stockend: Ja, Draco, Mr. Malfoy? Grinsend stellte Draco klar: Draco, wenn wir alleine sind und Mr. Malfoy, wenn ein anderer Schüler bei uns ist, oder? Harry nickte und hörte danach genau zu, was Draco zu sagen hatte, als er sprach: Es ist nicht notwendig, mich so zu verteidigen. Etwas perplex erklärte Harry: Nein, das hat nichts mit dir zu tun. Das hätte ich bei jedem Schüler gemacht. Wirklich. Draco nickte verständnisvoll, zuckte dann jedoch mit den Schultern und sagte gelangweilt: Ich gehöre sowieso nicht hierher. Ich werde bald der einzige Schüler sein, der verheiratet ist und dessen Frau ein Kind erwartet. Du bist Vater? Fragte Harry mit einem Funkeln in den Augen, sodass Draco offenherzig lächeln musste und bestätigend nickte. Herzlichen Glückwunsch zur bevorstehenden Hochzeit und zum Nachwuchs. Das ist großartig, Draco. Das freut mich wirklich. Kurz darauf schmunzelte er und fragte: Susan? Immerhin hatte er die beiden nach der Verlobungsfeier von Remus und Tonks nicht mehr zusammen gesehen. Ja, Susan. Ein Slytherin und ein Hufflepuff, nicht auszudenken, bemerkte Draco zufrieden lächelnd. Im Anschluss sagte er: Habe gehört, du und Ginny? Ja, wenn das Schutzgesetz außer Kraft getreten ist, dann werden wir auch heiraten, bestätigte Harry, ohne dass Draco seinen Satz hatte beenden müssen. Draco streckte seine Hand aus, die Harry sofort ergriff, bevor der Blonde sagte: Na dann, dir oder besser euch beiden auch einen herzlichen Glückwunsch. Danke. Bestell Susan unsere Glückwünsche, ja? Vielleicht könnte man sich ja mal zusammen treffen, suggerierte Harry freundlich. Mal sehen, entgegnete Draco eher skeptisch, denn er wusste nicht, ob das Angebot nur höflichkeitshalber gemacht worden war oder ob Harry es ernst meinte. Bevor Draco das Klassenzimmer verließ, sagte Harry: Ist doch schade, dass jeder irgendwie jemanden gefunden hat, außer dein Patenonkel. Draco stutzte, weil er genau daran neulich auch gedacht hatte. Er blieb an der Tür stehen, bevor er sie von innen schloss, um ungestört zu erwidern:
Solange ich ihn kenne, hatte er nie jemanden. Warum sollte sich das jetzt ändern? Ein wenig Neugierde schwang in Dracos Frage mit, was Harry heraushören konnte. Ehrlich interessiert fragte Harry ihn, hat er nicht ein einziges Mal in der Schule jemanden... Draco schob ein wenig seine Unterlippe vor, bevor er sagte, keine Ahnung, haben wir nie drüber geredet. Verständnisvoll nickte Harry, denn er wusste zu gut, dass man mit Severus nicht so leicht über persönliche Anliegen reden konnte. Er hat niemals etwas Persönliches erzählt, oder... Ich meine, in den 5 Jahren, die ihr zusammen... Harry hielt inne, als er bemerkte, dass er womöglich zu weit gegangen war. Doch Draco schien das anders zu sehen, denn er erklärte. Meist gibt er nur ehrliche Antworten, wenn man selbst auch etwas von sich preisgibt. Mit ihm über solche Dinge wie... Draco suchte ein angemessenes Wort. Eine Partnerin zu reden, fällt mir sehr schwer. Ich bin da nie zu ihm durchgedrungen. Draco verweilte einen Moment an der Tür und blickte zu Boden, als würde er eine Idee verfolgen. Und dann, ganz plötzlich, sagte er, ich kann ja mal meine Mutter fragen, vielleicht weiß sie da mehr. Sie sind immerhin zusammen zur Schule gegangen. Gleich darauf öffnete Draco die Tür, verabschiedete sich freundlich und ging zur nächsten Unterrichtsstunde. Während Harry das Gefühl nicht los wurde, Draco würde in dieser Angelegenheit etwas von ihm erwarten. Denn warum sonst würde Draco Erkundigungen einholen wollen, die er offensichtlich mit ihm teilen wollte? Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.